Bevor das Video anfängt, wollte ich euch nur sagen, dass Junkyard eine Seite ist, bei der man Schuhe kaufen kann, Markenklamotten. Und mit meinem Code YEBOA15 kriegt ihr 15% Rabatt bis Ende des Monats. Also haut rein, holt euch die Sachen, die haben richtig coole Sachen dort. Ich werde in einem anderen Video einblenden, was die mir geschickt haben, was für Sachen ich von denen bekommen habe. Aber ihr werdet nicht enttäuscht sein. Hey guys, herzlich willkommen bei YEBOA's Vlogs. Heute ist Freitag, der 9. November. Und das heißt, it's my birthday! Yeah! It's my birthday! Ich habe heute Geburtstag und mit mir haben auch andere Leute Geburtstag. An dieser Stelle möchte ich einen Birthday-Shoutout an meine beste Freundin Carla. Happy birthday to you, love. Happy birthday, baby girl. Happy birthday to, you know, my wife. She knows who she is. I'm not gonna mention no names. Happy birthday to Godfred. Und happy birthday to Ruth. Habt alle einen wunderschönen Geburtstag. Let us turn up. Let us celebrate. We're still alive. Und da ich heute 23 geworden bin, dachte ich mir so, let me share, you know, some random facts about myself. Also, hier sind meine 23 random facts über mich selbst. Erster Fakt, ich wurde früher gemobbt. Ich finde es halt lustig, dass die Leute, die mich früher gemobbt haben, dann zu mir kommen und so, ey, yo, kennst du mich noch von Face? Ja, ja, ich weiß ganz genau noch, wo du Stöcke auf mich geworfen hast und was du alles über mich gesagt hast. I remember those days. But you know, man wächst, man wird älter, man wird stärker und jetzt kann ich mit meinen Wörtern werden. Weißt du, wie ich meine? So, ja, ich wurde früher gemobbt. Ich fasse keine Türen an. Ich finde das so eklig. Ich finde Türklinken eklig. Ich finde das in den U-Bahnen, diese Dinger da eklig. Ich finde alles eklig. Weil besonders in der Uni oder in der Schule, wenn du aufs Klo gehst, siehst du viele Leute sich nicht die Hände waschen. Das ist einfach widerlich. So vor allem in der Uni oder in der Schule müsstest du dir denken so, yo, can you wash your hands? Und ich finde das so ätzend. Ich fasse keine Türen an. Ich finde das eklig. So, that's fact number two. Wie viele von euch vielleicht wissen, bin ich aus Ghana. Also das ist Fakt Nummer 3. Ich bin aus der Ashanti-Region, beziehungsweise meine Eltern kommen aus der Ashanti-Region. Mein Vater kommt aus Ejusu und meine Mutter aus Adansiako-Kerry. Das ist in der Nähe von Kumasi. Aber wenn ich in Ghana bin, bin ich mehr in Accra, weil wir haben zwar ein Haus in Accra und in Kumasi, aber weil meine Großeltern und so alle schon tot sind, macht es für mich gar keinen Sinn, nach Kumasi zu fahren. Ich bin meistens immer nur so einen Tag, zwei Tage in Kumasi und dann den Rest der Zeit in Accra. Aber ja, mir gerne nie, mir Santini, mit Tri, mit mir Bubek Accra, mit Tri und mit mir encounter dir, but mit Tri, I'm very fluent in Tri. Vierter Fakt, die 4 ist meine Lieblingszahl, deshalb muss ich das einfach als den vierten Fakt nehmen. Liebe Hunde. Wenn ihr mich auf Snapchat habt, dann seht ihr, wie ich immer Videos mit meinem Hund in Ghana poste. Ich liebe Hunde über alles. Ich will, wenn ich älter bin, ja, ich bin 23, aber you know, wenn ich älter bin, will ich einen Hund haben und ein Äffchen. Ich finde das, ich liebe Tiere, also solche Tiere, jetzt nicht so Insekten und so, sondern so, you know, dogs, like Woof Woof, I love them. You know, shout out to you, Rocky, I love you, I miss you, my nigga. Ich wurde früher sehr, sehr schnell sauer. Yup. Hast du dich gehört? Früher. Spar dir deinen dummen Kommentar. Und mittlerweile denke ich, dass es sich verbessert hat, auch wenn man mich gut reizen kann und so. Aber die Änderung zu früher ist einfach, dass ich nicht impulsiv reagiere. Also ich ziehe mich dann lieber zurück oder ich sage gar nichts. Oder das ist halt auch was Negatives an mir. Wenn mich was stört, dann sage ich es nicht. Weil ich halt die Zeit brauche zu überlegen, wie ich das sage, weil manchmal bin ich einfach zu offen, zu direkt, zu ehrlich. Manchmal sage ich auch Sachen, die ich nicht so meine, aber in dem Moment, weil ich so sauer bin, sage ich dann einfach Sachen. Und deshalb, wenn mich jetzt momentan oder jetzt mit 23 für mich verstört, dann ziehe ich mich lieber etwas zurück und sage gar nichts und bin halt eine Zeit lang leise, bis ich mich gesammelt habe, bis ich die Kraft gefunden habe, zu sagen, yo, das und das passt mir nicht. Fakt Nummer 8, ich wollte früher
irgendwas mit Judah zu tun haben. Also ich wollte Anwalt werden oder Richter. Like, ich war immer so die Person, die Leute verteidigt hat und so weiter und so fort. Und ich konnte sehr gut reden als Kind oder wo ich jünger war. Und ich denke mal, dass ich immer noch ganz okay reden kann. Aber mittlerweile ist mir die Lust daran vergangen, weil 7 Jahre Judah-Studium, na, 9. Heute ist der 9.11. Ich habe am 9.11. Geburtstag. 9. November 1995 bin ich in Freising auf die Welt gekommen. Ich bin ein Skorpion. Ich glaube nicht wirklich an Sternzeichen, aber ich denke mal trotzdem, dass wenn ich an Sternzeichen glauben würde oder wenn ich so krass glauben würde, wie andere Leute dann glauben, dann wäre ich trotzdem der Meinung, dass Skorpione die gefährlichsten sind. Weil ich bin zwar nett, aber wenn du mir einmal auf den Fuß trittst, dann you gonna die. Vielleicht wissen das einige Abonnenten, vielleicht auch nicht. Ich habe schon in einigen Fernsehproduktionen mitgespielt als Kleindarsteller, Komparse. Und das Lustige ist, Uncle D hat mich drauf gebracht und seit ich ihn kenne, dann habe ich auch, also als ich ihn kennengelernt habe, hat er mir erzählt, was er so macht und der hat das damals auch gemacht und durch ihn bin ich dann so mehr oder weniger da reingerutscht und ja, da habe ich meine Liebe für die Kamera entdeckt und das hat jetzt zu YouTube geführt, aber ja, ich war schon in einigen TV-Produktionen. Ich hatte als Kind meinen Mund immer offen, also ich hatte immer, meine Eltern, meine Familie hat das immer Automatik genannt, weil ich habe immer gesagt, das kommt automatisch, ich kann nichts dafür. Ich war immer so. Ich hatte immer meinen Mund offen, immer. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt immer noch mache, ich denke nicht. Aber ich habe auch immer mit dem Mund offen geschlafen. Und es war voll schwer für mich, meinen Mund einfach zuzuhalten. Weißt du, dieses. Das war für mich so voll entspannt. So, I don't know why. Es ist ein komischer Fakt, aber darf ich von meiner Kindheit reden? Es gibt sehr viele Bilder von mir, wo ich einfach meine Hand an der Brust von Frauen hatte. Also ich hatte meine Hand immer so drin, so und hab so mit der Brust gespielt von Frauen, wo ich jünger war. Und I guess I'm a boost, man, cause you know, it feels soft, it feels nice, you can put your head on it, you can fall asleep on it. Das habe ich halt als Kind immer gemacht. Jetzt, wo ich daran denke, ist es richtig krank. So, wieso habe ich das gemacht? Ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe, aber ja, das hat mich entspannt. Und was ich noch so zur Entspannung mache, ist das hier. Also ich weiß nicht, wieso ich das mache. Das mache ich, seit ich ein Kind bin. Das fühlt sich halt gut an für mich und das entspannt mich voll. Ich mache das immer. Fakt Nummer 13, da 13 ja diese Pechzahl ist, erzähle ich euch mal von einer negativen Erfahrung von mir. Und zwar habe ich mal eine YouTuberin getroffen, zu der ich eigentlich aufgeguckt habe und die eine meiner Inspirationen für YouTube war. Und diese YouTuberin war einfach eklig zu mir. Die war einfach eklig. Die war nicht nett, die war nicht freundlich, sie war gemein und das hat vielleicht seine Gründe gehabt, aber ich habe mir deshalb geschworen, niemals komisch zu einem Supporter zu sein oder komisch zu einem, in Anführungsstrichen, Fan zu sein, weil du weißt, also diese Person kannst du dir aufschauen und dann bist du so eklig und dann machst du das ganze Bild von dir kaputt, weißt du, wie ich meine? Und deshalb versuche ich halt immer, so gut wie es geht, nett zu jedem zu sein, den ich treffe, Bilder zu machen, wenn Leute fragen, immer zu lächeln und so, immer zu umarmen, weil du weißt nie, wie das dein Bild so kaputt machen kann. Und das ist schade, weil ich dachte eigentlich, sie wäre voll cool, sie wäre voll nett, die Person, aber Trash. Ich habe Angst vor Clowns. I'm like P. Diddy, yo. Bloß ich stehe dazu. Ich mag keine Clowns. Meine Kinder werden keine Clowns um sich herum haben. Ich mag das nicht, diese voll hell geschminkt und dann diese rote Nase, rote Lippen und die Haare und diese Schminke und das Grinsen. Nee, Digga, nein. Ich hasse Clowns, mag keine Clowns. 15, ich bin sehr religiös. Was heißt religiös? Aber ich glaube an Gott. Ich glaube an Jesus. Ich bin Christ. Ich wurde in der Church of Pentecost reingeboren. Ich bin, seit ich denken kann, in dieser Kirche. Und ich finde es halt immer lustig, wenn ich zum Beispiel über meine Erfahrungen rede, weil für mich ist Gott echt und Leute, die Gott nicht kennen, tun mir irgendwo leid, weil sie haben noch nie diese Liebe gespürt oder diese Bindung zu Gott einfach. Und ich spüre Gott, so sagen wir so, und da kann mir jeder sagen, was er will, aber ich weiß, there is a God and I believe in God. So, if you wanna, you know, get closer to God, wenn du in Nürnberg bist und du in der Kirche brauchst, Church of Pentecost, come and visit us. Ich meinte ja, ich bin aus Ghana und in Ghana ist einer der Speisen, der Main Dishes, Kinky, und ich hasse
hasse den Geruch von Kinky. Ich hasse ihn nicht, ich hasse ihn. Das stinkt, das ist eklig. Ich hasse das. Immer wenn meine Mutter Kinky macht, muss ich aus dem Haus rausgehen. Because the scent... Ah, nee, mir wird schlecht. Nächster Punkt. 17. Mein Lieblingssong aller Zeiten, you know, den wird kein Song toppen, ist von Beyoncé, Love Drought. Und seit dieser Song auf dem Album erschienen ist, habe ich den Song ungelogen jeden Tag gehört. Auf iTunes kann man ja sehen, wie oft man den Song gehört hat. Ich habe den Song, glaube ich, mittlerweile über 3000 Mal gehört. Ich höre den Song immer vom Schlafengehen an, es beruhigt mich. Ich höre den Song an, wenn ich gut drauf bin. Ich höre den Song an, wenn ich traurig bin. Dieser Song ist einfach... Es berührt mich einfach an Stellen, wo mich noch nie ein Song berührt hat. Ich finde den Song einfach wunderschön. 18. Ich habe sehr viele Narben. Ich habe eine Narbe hier. Ich habe eine Narbe hier. Ich habe noch weitere Narben, an die ich mich nicht erinnern kann. Aber ja, ich habe mich früher sehr geschämt für meine Narben. Aber mittlerweile ist es mir egal. Ich bin früher in die Schwimmen gegangen, deshalb wegen meinen Narben. Aber ich denke mir so, boah, du hast so eine kleine Narbe. So wieso... Wieso lässt du dich von sowas runtermachen? Und jetzt ist es mir eigentlich egal. So, nächsten Sommer werdet ihr mich mit... You know, V-Ausschnitt sehen, nicht V-Ausschnitt bis hier, aber you know, a small V-Neck, V-Line, you see me in that, and I wear it. Mein Wohlbefinden kommt vor alles. Also egal wie du bist, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich mit einer Sache nicht okay bin, werde ich es auch nicht machen. Es muss wirklich von mir aus kommen. Und ich habe oft Leute vor mich gestellt oder war immer für andere da. Und es ist gut für andere da zu sein, verstehe mich nicht falsch. Aber mittlerweile ist es einfach bei mir so... I come first, my mental well-being comes first, my physical well-being comes first, so ich komme einfach zuerst, so, weil ich mit meinem Körper leben muss, ich muss mit mir leben, ich muss meine Gesundheit leben, also wenn irgendwas passiert, denke ich mir so, okay, boah, calm down, you know, this is no reason for your blood pressure to go up in the sky, you are young und so weiter und so fort. Ich bin ein Mensch, ich habe hab schon sehr viel mit Stress zu tun gehabt und als mein Körper das einfach nicht mehr mitgemacht hat, war es für mich einfach so, nee, ab jetzt komme ich zuerst. Mein Wohlbefinden kommt zuerst. I come first. Fakt Nummer 20, ich habe ein Tattoo und ich meinte immer so, ich will nur ein Tattoo, aber es ist echt wahr, wenn du ein Tattoo hast, willst du mehr haben und jetzt will ich mehr Tattoos haben. Which is okay, aber ich will jetzt auch nicht übertreiben, ich will jetzt nicht hier, nein. Ja, yeah. Aber ich habe ein Tattoo von meinem Lieblingsbibelvers, Römer 8,18. Ich weiß nicht, was da auf Deutsch steht, aber auf Englisch steht da The pain you've been feeling can't be compared to the joy that's coming. Und das ist mein allerliebster Bibelvers, weil das erinnert mich einfach daran, dass egal was du durchmachst, dass es bessere Zeiten noch geben wird. Fakt Nummer 21, ich werde in der Zukunft erfolgreich sein. Es sind 23 Fakten über mich und Jeboa wird in der Zukunft erfolgreich sein. So, das ist ein Fakt über mich. Ich werde in der Zukunft sehr erfolgreich sein. Sehr, sehr erfolgreich sein. 22, das ist kein Geheimnis. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Queen Bee, Beyoncé. Sie ist einfach eine Inspiration für mich. Dadurch, dass sie so viel arbeitet und dass sie noch eine Familie hat und Privatleben, bla bla bla, ist einfach so schön zu sehen, wie viel Zeit eine Frau oder wie viel Zeit sie einfach in ihre Arbeit steckt und wie gut sie immer alles machen will und wie sie sich selber immer übertreffen will und daran nehme ich mir einfach ein Beispiel und sie ist einfach eine Inspiration für mich und ich finde, sie ist nicht nur eine Inspiration für Frauen, sondern jeder kann sich einfach ein Beispiel an ihr nehmen, weil sie einfach so eine Perfektionistin ist und ich strebe daran, so ein Mensch zu sein. Zu guter Letzt, ich bin immer ich selbst und ich verstelle mich nicht und mir ist es egal, was Leute über mich denken. I don't mean I care, mean I blow clock, care what you have to say about me, mean I care, mean I care. Es ist richtig egal und es ist auch wichtig, dass es dir egal ist, was andere von dir denken. Und ich finde es gut, dass ich einfach ich selbst bin und dass ich mich nicht verstelle. Egal, ich kriege sehr viele Kommentare und ich kriege auch mit, was Leute über mich sagen, so weißt du. Aber wenn Leute einen nicht kennen, selbst wenn Leute dich kennen vom Sehen her und so, die denken, die kennen dich, aber die kennen dich nicht. Und ich kann das so oft sagen, die kennen dich einfach nicht. Also, wenn irgendwas sagen, hier rein, da raus. It's just like... Bullshit, so, weißt du, wie ich meine? So, es ist gut, immer sich selbst zu sein. Man selbst zu sein. Keine Ahnung, deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber ich bin immer ich selbst und ich kriege immer Kommentare oder Nachrichten von Leuten, die sagen so, hey, du bist so authentisch und du bist so ehrlich und du bist immer du und so, das feiern wir. Und ich würde lieber für das
gehasst, was ich bin, anstatt für das geliebt, was ich nicht bin. Weil wer will sich die ganze Zeit verstellen? Ich bin nicht selbst, I'm myself. Das ist my channel. Ich kann hier sagen und machen, was ich will. Hört auf, mir Nachrichten zu schicken. Mach das, no. Mach deinen eigenen Channel. So, konstruktive Kritik. Ey! Konstruktive Kritik ist gut, aber jetzt braucht nicht jeder zu denken, der kann mir sagen, was ich auf meinem Channel machen soll. Als ich 200 Abonnenten hatte, hat es auch keinen gejuckt. Also jetzt bei 20.000, shut up, geh dahin, wo du davor auch warst, bevor der Channel so viele Viewer hatte. Weißt du, ich meine? Aber ja, Leute, it's my birthday, I feel blessed, I feel beautiful, I feel amazing. Und ich kann einfach nicht genug Danke sagen, danke. Thank you, God. Danke an meine Familie, danke an meine Freunde, an meine wahren Freunde. Nicht Leute, die ich auf Instagram folge, sondern meine wahren Freunde. You know, meine wahren Freunde wissen, wer sie sind. Die Leute, die für mich da sind, wenn die Kamera aus ist. Die Leute, die für mich da sind, wenn ich nicht auf Snapchat bin oder auf Instagram posten muss. Wisst ihr, wie ich meine? Die Leute, die den wahren nicht ihr Boa kennt, sondern die Chris kennt. Okay? Die mich kennen. Und ja, Leute, ich will nicht mehr Chris genannt werden, ich will Yeboah genannt werden. Und das ist nicht irgendwie, weil ich jetzt denke, ich wäre es wohl oder sonst was, aber ich habe große Dinge vor und ich will einfach unter dem Namen Yeboah arbeiten und damit dieser Name einfach manifestiert, müssen meine Zuschauer mich einfach Yeboah nennen, damit Leute das kapieren. So, you know, don't call me Chris if you're not my mom, my dad, someone or someone who knows me in person. Don't call me Chris, please. Call me Jabobo, okay? Also ab heute, nennt mich bitte Yeboah, okay? Danke, Leute, für über 20.000 Abonnenten. Danke für über 1 Million Views auf diesem Channel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben, wie sonst auch immer, sehr freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, auf was bist du? You know, I'm lit, my videos are cool, my videos are lit. So, press the subscribe button right here. Press it, innit? Nein, Spaß. Abonniert meinen Kanal. Vergesst nicht, die Glocke einzuschalten. Lasst mich unten in den Kommentaren wissen, über welchen Fakt ihr am meisten überrascht wart oder ob ihr irgendwie dasselbe auf euch beziehen könnt. Let me know. Okay? Thank you. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.